Zu uns kommen in die Praxis Patienten mit folgenden Lungen-Covid-Symptomen. Das sind wie Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsschwächen. Die Patienten beschreiben ganz viel, dass sie nicht mehr in der Lage sind, wenn sich zwei oder drei im Raum mit unterhalten, den Gesprächen zu folgen. Und ein ganz großes Thema ist die allgemeine Belastbarkeit im Alltag. Am allerwichtigsten ist, dass wir mit den Patienten erarbeiten, wo sind ihre Belastungsgrenzen. Sie dürfen im Alltag nicht mehr über diese Belastungsgrenzen gehen, weil sich sonst die ganzen Symptome chronifizieren könnten. Zudem machen wir ganz viel Gedächtnistraining. Wir arbeiten am Computer mit bestimmten Gedächtnisprogrammen, geben Tipps für zu Hause, in welchem Bereich sie üben sollen. Auch da ist es ganz wichtig, dass man eben nicht über die Belastungsgrenze trainiert, sondern wirklich in einem Bereich, wo man sich wohlfühlt. Wenn man das Gefühl hat, man leidet noch an Long-Covid-Symptomen, ist es ganz wichtig, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen. Der Arzt ist in der Lage, Ergotherapie oder auch Physiotherapie zu verschreiben. Mittlerweile gibt es aber auch ganz speziell Institutsambulanzen, die sich auch auf Long-Covid spezialisiert haben, dass man sowohl Therapie, psychologische Gespräche bekommt, aber auch teilweise an andere Fachärzte noch verwiesen werden kann.